Ich nehme. Oh, ich habe gelernt, in den vielen Jahren, vom Sachsenwald habe ich gelernt, dass man eigentlich das Mikrofon essen soll. Das hat mir Thomas immer gesagt. Du wolltest das Mikrofon im Mund stecken. Nein, habe ich nicht gesagt. Doch. Nein, ich habe gesagt. Weil wenn es immer so weit weg ist, dann muss er nicht mehr. Ich habe gesagt, dass sie hier drunter halten und der hat das viel besser. Ja. Und Klingklang. Könnte Klingklang? Nein, könnte nicht. Da muss man aber hier so ein Mädchen auf der Kinder haben, sonst geht das nicht. Hab ich eben. Lügst du mich noch? Ja. Jetzt lügst du auch. Du bist unser Scherzkeks. Hey, ich bin der Stimmkeks, du bist der Scherzkeks. Aber dann hat er auch gemacht. Was sind wir jetzt? Welche Musik war jetzt? Machen wir eins zusammen Ding? Bernd, was hast du noch im Portfolio? Ich möchte jetzt gerne mit Bernd gerne einen Gitarrenunterricht haben. Ich möchte mit Bernd eine Lektion. Weißt du, du siehst aus wie ein Fahrlehrer. So. Aber du bist doch einer! Ja. So, jetzt. Daddy, willst du singen? Nee. Warum nicht? Okay. Warum nicht? Okay, jetzt kriegen wir das. Also, die ganzen alten Lieder, die ihr hier spielt, ne, sind ja sehr schön. Aber ich würde gerne mal in ein Schlagzeug. Ich kann Trio, da, da, da. Könnt ihr Trio, da, da, da? Könnt ihr das? Dann kriegst du mal eine alte Stelle. Wollen wir Beatboxen? Michi, komm, Michi. Ja. Komm, wir machen Beatboxen. Okay. Wir Beatboxen, komm her. Ich hab mal gehört. Ja. Wir haben den meisten aber auch Essen aus dem Mund weg. Wie du so. Beatbox. Kennst du? Beatbox? Beatbox habe ich gelernt bei Pro Plus. Das ist ein Sender, das ist eine Sendung auf, Pro, auf Giga. Er kennt einen Giga. Wie heißt der? Von Pro Plus? Der Erik. Der hat mal Beatboxen gemacht. Und da gibt es solche kurzen, habe ich gelernt, durfte ich mir inzwischen um 7:30 anhören. Die sind besser. Wie bringt man die rüber, ne? Da gibt es einfach ganz einfache Sachen wie böse Katze. Mach doch mal. Böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze. Das haben die Hörner schon probiert. Ich hab's nicht hingekriegt, aber ich mach ein Bier raus. Ich denke, du wolltest ein Beatboxen. Na du! Du machst bitte, 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 bitte. Der Beatbox jetzt. Nimm die Stulle aus dem Mund, Oji. Schlagzeug. Ach, du siehst das.
Sag mal, in welcher Band spielt eigentlich dieser ganz wunderbare Keyboarder? Ist doch von Keimzeit. Ja, da kannst du nicht den Klang, oder was? Nicht mehr. Die Straßen enden. Das war gelogen. Ich bin nicht Keimzeit. Okay, du warst Keimzeit. Aber ich spiele da... Michi, wir wollen Beatboxen. So, wenn komm. Ich mal bei einer anderen Band erleben möchte, am 19. November spiele ich in Tante Ju mit meiner anderen Band. Also wo ich eigentlich... Am 19. November in der Tante Ju mit meiner anderen Band. Heißt Wie heißt ihr eigentlich? Wie heißt ihr eigentlich? Vielleicht ihr seid timeless, oder? Es gab mal eine Band, ich kannte mal, also jemand, das ist Taran Underground. Ja, Taran Underground. Ich bin ja gebürtiger Pole und es gab in Polen mal eine Band, die hieß Cerrone Gitarre. Das waren die roten Gitarren. Und wie ihr seht, so schön die roten Gitarren. Michi, gib die Boxen jetzt, komm her. Rote Gitarre? Schmeiß dein Brot aus dem Mund weg. Ich fange an. Ja? Was soll ich machen? Ich geb dir jetzt einen Deep Bass. Ich mache jetzt einen Halbzeit oder was? Thomas gibt einen vor. Jakob! Zappeln! Ah! Du musst in Deutsch reden mit dir! Was Neues? Nee. Ich kann nicht mehr. Aber es war so schön. Katrin, was?